Die Ahsoka-Serie wird immer spektakulärer und vor allen Dingen wichtiger. Die Skeleton Crew-Serie von Star Wars könnte sich auf 2024 verzögern. Und etwas, was ich bisher auf jeden Fall noch nicht gesehen habe. Das alles jetzt im Video. Und damit auch, hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Lasst uns über das reden, was so in den letzten Tagen im Star Wars Universum und natürlich außerhalb passiert ist. Anfangen wollen wir mit einer Serie, auf die wir anscheinend momentan doch etwas länger warten müssen, als es ursprünglich der Fall sein sollte. The Skeleton Crew. Für die Leute, die hinterm Mond leben oder dem Todesstern, je nachdem, ob das ein Mond ist oder nicht. Die Skeleton Crew ist eine Serie mit Jude Law in der Hauptrolle, welcher mit ein paar Jugendlichen auf einer unbestimmten Reise ist. Den ersten Trailer konnten wir persönlich auch schon sehen auf der Star Wars Celebration in diesem Jahr und der sah tatsächlich ziemlich vielversprechend aus. Durch die ganzen Streiks, welche natürlich nicht nur Actor als natürlich auch Screenwriter betroffen haben, muss man sagen, dass es hier anscheinend zu ein paar Verzögerungen kommt, die uns direkt betreffen könnten. Die Serie an sich ist zwar im Februar, März diesen Jahres abgedreht worden, aber das, was Nachbearbeitung und Co. angeht und eventuell noch ein paar Story-Twists, die nachträglich eingebaut werden, da wird es anscheinend jetzt so sein, dass diese Serie von November, Dezember in diesem Jahr, wo sie ursprünglich angeblich rauskommen sollte, auf den 2024er Termin vielleicht sogar einen späteren im November gelegt wird. Das heißt, eine potenzielle Verzögerung von fast einem ganzen Jahr, was uns natürlich nicht ganz so glücklich stimmt. Bisher sah auf jeden Fall der Trailer, den wir sehen konnten, hinter verschlossenen Vorhängen sehr, sehr vielversprechend aus. Jude Law in seiner Rolle hat mir unglaublich gut gefallen, auf jeden Fall von dem, was wir bisher gesehen haben. Und man scheint so ein bisschen das alltägliche Leben aus der Star Wars Galaxie zur Zeit der Neuen Republik anschauen zu können. Denn diese Serie spielt tatsächlich mit in der Zeitlinie von The Mandalorian, von Ahsoka, von The Book of Boba Fett, als selbstverständlich dann auch von The Skeleton Crew, was ein großes Durcheinander ergeben könnte, bis der Filoni-Film dann erscheint und wir endlich auf der großen Leinwand sehen dürfen, wohin denn diese Serien alle quasi als roten Faden gemeinsam führen werden. The Skeleton Crew also anscheinend jetzt nicht mehr Ende 2023, sondern 2024 auf Disney+. Momentan sieht es aber so aus, als würden wir erstmal eine unglaublich tolle und spektakuläre mit der Ahsoka Tano-Serie, die momentan angelaufen ist, bekommen. Mittlerweile gibt es ja 4 Episoden und kleiner Spoiler hier, Episode 4 war natürlich der absolute Gamechanger. Wo viele noch gemeckert haben bei Episode 1 bis 3, dass das vielleicht etwas zäh oder vielleicht fast langweilig sein soll, ist Episode 4 actiongeladen, gut choreografiert, mit einer tollen Story, toller Musik und natürlich einem Ende, was uns alle vom Hocker gehauen hat. Ich möchte an dieser Stelle nicht zu viel sagen, ihr habt es wahrscheinlich aber so oder so schon gesehen, wer da mitspielen könnte. Und genau darauf müssen wir jetzt eingehen, denn wir haben schon seit Monaten und auch in den letzten Wochen immer mehr gehört, dass ein Anakin Skywalker und eine vielleicht sogar junge Ahsoka Tano mit neuer Schauspielerin hier vorkommen soll. Es gab Gerüchte über Rex und. Und jetzt ist klar, das alles ist tatsächlich jetzt möglich. Es gibt durchaus neue Postings, die darauf hinweisen, dass externe Quellen schon gesagt haben, jo Leute, mit Episode 5 bekommt ihr The Clone Wars, aber in Live-Action, das heißt inklusive Hayden Christensen als Anakin Skywalker, Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi, Tamara Morrison als Captain Rex, Ahsoka Tano, die von Savannah Stane gespielt wird, die kennen einige von euch vielleicht auch aus House of the Dragon, und potenziell noch mehr Charakteren. Man könnte jeden zurückbringen, der irgendwo in den Prequels oder in The Clone Wars eine Rolle gespielt hat. Von Mace Windu, der dann noch nicht gestorben ist, von einem Yoda, einem potenziellen Count Dooku. Ich weiß es nicht, also auch wenn Sir Christopher Lee natürlich leider nicht mehr unter uns weilt. Ein kleiner Gastauftritt mit nicht mehr leider lebenden Schauspielern, die haben wir alle schon mal gesehen, auch wenn das natürlich immer sehr umstritten war. Aber es ist potenziell möglich, sowas wieder in Live-Action zu bekommen. Ich weiß auch, Folge Nummer 5 wird auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für das Star Wars-Universum. Ich weiß nicht genau, wie die Handlung aussieht. Was ich euch aber versprechen kann, ist, das Ding wird spektakulär, das Ding wird vielleicht sogar ein bisschen wegweisend und für uns natürlich als die Leute, die Ahsoka bisher schon gefeiert haben, eine ganz, ganz, ganz besondere Sache. Ich denke mal auch für alle The Clone Wars-Fans, wenn es wirklich eine Live-Action The Clone Wars-Rückblendenfolge gibt. Wow. Und wenn ihr euch bisher unsicher seid, ob das wirklich so wichtig wird oder ob das nur heiße Luft ist, Disney hat jetzt etwas gemacht, beziehungsweise Lucasfilm, was bisher noch nie der Fall war. Mitten in einer Serie wird spontan ein Screening in mehreren Kinos in den USA angeboten von genau dieser Episode 5. Das heißt, wenn ihr in den USA lebt, habt ihr die Möglichkeit, dort ins Kino zu gehen, euch Karten zu kaufen für Episode 5.
So etwas ist für eine Live-Action-Serie, abseits eines Kinofilms natürlich, bisher ein völliges Novum. Das gab es bisher noch nie. Das machen die schon mit Grund. Das heißt, es deutet wirklich alles darauf hin, Leaks, die seit Monaten darauf hindeuten, Disney-Lucasfilm jetzt mit ihrer Kinovorführung an sich und all das, was wir am Ende von Episode 4 gesehen haben, dass diese Episode 5, und ich sag's nochmal, ein richtig großes Feuerwerk werden dürfte. 49 Minuten soll die lang sein und ich bitte darum, dass es so gut wird, wie wir uns das alle wünschen, selbst wenn ihr bisher noch kein Fan der Serie seid. Und durch die Kommentare unter meinem Reaction-Video weiß ich, dass es einige Leute gibt, die immer noch nicht warm geworden sind, aber hey, here we go, gerade für euch. Und übrigens, wenn ihr nicht nur auf Sci-Fi, sondern auch Fantasy steht, kleiner Geheimtipp von mir. Nerd Factory, ich, die liebe Vera, die ihr vielleicht schon vom May the 4th Event kennt und drei weitere Mitspieler, wir starten eine Dungeons and Dragons Kampagne mit eigenem Kanal. Das Ganze heißt Quest, ist schon länger unser Hobby und wir wollten das Ganze euch natürlich auch irgendwo näher bringen. Mir persönlich würde es sehr am Herzen liegen. Den Link zu dem neuen YouTube-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Geht mal drauf. Ab Mitte, Ende September kommt ja auch die erste Folge, die wir schon aufgenommen haben, inklusive schwerer Rüstung, wunderbaren Miniaturen und einer ziemlich lustigen und interessanten Geschichte. Also, mir wäre es eine Herzensangelegenheit. Klickt mal drauf, probiert das Ganze aus. Selbst wenn ihr bisher noch keinen Kontakt hattet, glaubt mir, das wird eine ziemlich wilde und coole Sache. Zu etwas definitiv Erfreulichem können wir aber jetzt kommen. Auf Reddit gibt es ja immer wunderbare Star-Wars-Werke und anscheinend gibt es auch einen Farmer, und da seht ihr jetzt gerade ein Foto von oben aufgenommen, der gesagt hat, in der, ja, nicht wichtigen Zeit, wo ich jetzt nicht ernten muss, kann ich mir ja so einen kleinen Spaß erlauben. Dieses Mal als Thema Star Wars. Ein Kampf zwischen zwei Jedi bzw. Sith, der Todesstern, ein TIE Fighter und noch viele mehr kleine Details über so eine große Plantage. Ich bin richtig großer Fan davon, wenn Star Wars Fans so kreativ werden. Chapeau, auch wenn ich nicht weiß, woher das Bild ist und vor allen Dingen, woher dieser User kommt. Und hier, liebe Freunde, nochmal die Erinnerung, den Quest-D&D-Kanal mit Nerd Factory, mir und Co. zu abonnieren. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Abonniert diesen Kanal sehr, sehr, sehr gerne und aktiviert die Glocke, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und eure Meinung zu Ahsoka, zur Verschiebung der Skeleton Crew und Co. gerne unten in die Kommentare. Möge die Macht mit euch sein, euer Buddy.